Ja, Peter, wir wollen abkuppeln. Bedeutet zunächst mal, Safety first, ist die Handbremse vom Zugfahrzeug angezogen? Yes. Jawohl. Ist Automatik, das steht auf D. Ja, einverstanden, da können wir mitleben. Dann bremsen wir auch diesen Anhänger, ja, damit, wenn wir gleich wirklich abgekuppelt haben, wir sicherstellen können, dass er uns nirgends mehr hinrollt. Weil eine Ebene ist auch manchmal trügerisch und dann rollt das Ding plötzlich los. Ja. Was wir immer favorisieren, ist Handbremse an und danach entkabeln wir die ganze Verbindung. Das heißt, wir nehmen den Strom runter und wir nehmen hier dieses Bremsseil runter. Ja? Das kann man in einem machen. Legt man sich ein bisschen mit dem Kopf nach unten, dann kann es auch nicht voll regnen. Dann geht es in Sachen Stützrad. Einmal haben wir die grundsätzliche Höhe, dass wir an dieser Schraube die Höhe einstellen können. Das lassen wir ein bisschen ab und den Rest machen wir über den Teleskop, dass wir ihn jetzt runterrollen können. Ja? Wenn ich den jetzt abstelle, den Anhänger, dann achte ich schon drauf, weil ich ja genau weiß, irgendwann muss auch wieder angehängt werden. Dann ist es nämlich einfacher, wenn ich das Rad genau ein bisschen schräg stelle oder quer stelle. So, jetzt hat der Bodenkontakt. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr unendlich hochdrehen, weil ich muss ja hier entriegeln. Heißt, einmal hier entkoppeln, ja, genau, und das wäre nett, wenn wir da jetzt gar nicht hochdrehen. Richtig, weiter, weiter, weiter. Weiter hoch. Jawohl, das reicht schon, perfekt. Wichtig ist, wenn man sieht, dass man beim Abkuppeln diesen Blasebalg, ja, Blasebalg ist nicht, diesen Gummibalg, sehr zusammengequetscht hat. Dann läuft man immer Gefahr, dass beim Abkuppeln hier der Auflauf entspannt und sich im ungünstigsten Falle in die lackierte Entlädt. Stoßstange Schön. Drückt. Genau, ne? Das sind so diese kleinen Macken, die man dann immer hat. Ja. Man kann es auch grundsätzlich verhindern, wenn man zum Stehen kommt. Fahrzeug steht und jetzt ziehe ich noch so 10 cm nach vorne. Dann habe ich ja diese Entspannung getätigt. Ich komme jetzt ohne viel Bremsen zum Stehen und dann kann ich abkuppeln, ohne dass ich Gefahr läufe, dass er sich hier in mein Auto hinein entspannt. Das ist immer ärgerlich, wenn es da Lackschäden gibt. Die ordnungsgemäße Sicherung bedeutet aber natürlich auch, ich habe hier nicht nur die Handbremse vom Anhänger angezogen, Keili. Ich habe Unterlegkeile benutzt und dann steht er ja vorschriftsmäßig abgestellt. Also bei ihm ist es jetzt relativ simpel, er hat nämlich eine Rückfahrkamera. Er weiß durchaus, was er jetzt tut. Ansonsten ist das natürlich schon so eine Phase, die gerade mit zwei Leuten etwas leichter geht, dass man als Einweiser fungieren kann und sich da die Hilfestellung holt. Genau. Und stopp, genau, prima. Wichtig ist, wenn man mit Einweiser arbeitet, dass man sich vielleicht im Vorfeld ein bisschen abspricht. Wichtig, wenn der Einweiser den Fahrer sehen kann, im Außenspiegel das Gesicht sehen kann, dann kann auch der Fahrer den Einweiser sehen. Das zweite Wichtige ist, dass man bitte niemals als Einweiser zwischen den Fahrzeugen lange steht oder versucht zu agieren, denn der muss ja nur mal von der Kupplung abrutschen oder Gasbremse verwechseln und dann hat er plötzlich einen riesen Satz nach hinten gemacht. Das wäre ja jetzt auch schon wieder der gefährliche Bereich, den wir gar nicht haben wollen. Wenn ich alleine bin, dann hilft es unter Umständen, wenn man sich ein bisschen vorbereitet hat. Man kann beispielsweise hier gewisse Markierungen in der Heckscheibe vielleicht deckungsgleich fahren mit einer angebrachten Markierung am Anhänger. Dann hat man ungefähr die Idee, dass man zumindest die Distanz hinbekommt. Hier haben wir ja beim Abkuppeln darauf geachtet, dass das Stützrad quer steht. Das hat den Vorteil, ohne dass ich die Handbremse vom Anhänger lösen muss, kann ich hier eine ganze Menge Bewegung reinkriegen, die aber ungefährlich ist, weil der ist ja immer noch über die Handbremse gesichert. Ja. Ja, beim Ankuppeln bin ich auch wieder Fan von einer ganz, ganz festgelegten Reihenfolge, die möglichst auch in Fleisch und Blut übergeht, die möglichst immer so bleibt, weil nämlich so eine Reihenfolge davor schützt, dass man etwas vergisst oder etwas nicht korrekt zu Ende macht. Was dann
häufig zur Folge hat, ja, dass vielleicht mal so ein Stützrad auf der Autobahn rumliegt, weil es nicht ordentlich festgeschraubt ist, oder man hat das Abreißseil vergessen, oder. Ich würde mit den Verbindungen generell anfangen. Erstmal so in Sachen Abreißseil, wir legen das um die Anhängerkupplung. Wir können die Elektrik zusammenfügen. So, das zweite ist, dass wir jetzt den Anhänger mal schauen, dass wir das Maul auf die Kugel setzen. Im Idealfall haben wir jetzt so präzise das Fahrzeug da runtergefahren, dass er sich auch mehr oder minder freiwillig verbinden lässt. Wir nehmen das Stützrad hoch. Das ist immer wichtig, dass wir jetzt hier das optische Signal haben. Da ist dieser kleine Stift rausgesprungen und ist für uns ein klares Zeichen, dass wir hier wirklich gegriffen haben, dass er wirklich sauber angekuppelt ist. Jetzt müssen wir hier aber nochmal arbeiten, das ist nicht gut, weil wir sehen einmal hier diese Ausbuchtung in diesem Rohr und da gehört diese kleine Deichsel rein. Das haben wir noch nicht gemacht, das müssen wir regeln, weil wir haben immense Vibrationen während der Fahrt. Und diese Vibrationen, genau, einmal drin, direkt ganz nach oben, ruhig an die Deichsel ran, das ist super. Diese ganzen Maßnahmen dienen immer dazu, dass die Vibrationen nicht dazu führen, dass sich das losrappelt, dass es irgendwann verloren geht. Weil einmal bin ich aufgeschmissen, wenn das Stützrad kaputt ist oder weg ist. Ja, versucht mal einen Anhänger abzukuppeln ohne Stützrad. Das wird eine ganz, ganz kritische Nummer. Das nächste ist natürlich, wenn sowas auf der Autobahn rumliegt, der Motorradfahrer, der als nächstes da lang fährt, der freut sich überhaupt nicht. Ja. Und kommt man in die Nachrichten. Da muss man drauf aufpassen. Gerade für einen Wohnwagen, wenn ich jetzt weiß, ich fahre 1800 Kilometer nach Alicante und ich habe eine derartige Stützradkonstruktion, dann kann ich das auch runternehmen, in den Kofferraum legen, dann muss ich mich da gar nicht mehr kümmern. Ansonsten gilt, dass man diese Verbindung bitte bei jeder Pause, bei jedem Tankstopp kontrolliert, mal anfasst, mal guckt, ist es ordentlich und dann geht's weiter.